This podcast is brought to you by LMU Munich. Okay, schon voraus will ich sagen, das ist nicht alles, was ich unter antiker Philosophie verstehen würde, denn antike Philosophie eigentlich drei Zweige hat, mindestens drei. Philosophie ist mindestens dreimal entstanden, anscheinend völlig unabhängig voneinander, nämlich in Indien, wahrscheinlich zuerst in Indien, China und unter den Griechen. In Griechenland kann man nichts sagen, weil die Vorsokratiker vorwiegend nicht in Griechenland waren. Dazu könnte man auch betrachten, ob man anerkennen will, dass Philosophie in Babylonien existiert hat. Und wahrscheinlich noch plausibler in Ägypten. Und ich würde fast sagen, dass wir eher damit zu tun haben, dass wir indische Philosophie haben, die Vedas und Buddhismus und nachfolgende Traditionen, China, Konfuzianismus, Taoismus und dann Mittelmeerraum, grob gesagt, und das wäre Ägypten und die Griechen und dann später die Römer. Allerdings haben wir nicht jetzt genügend Zeit, das alles abzudecken. Und ich werde mich wirklich nur auf Philosophie in der griechischen Sprache konzentrieren. Und eigentlich nur auf Platon und Aristoteles. Also das ist eine sehr klassische Methode, antike Philosophie abzudecken. Aber ich wollte schon im Voraus sagen, antike Philosophie ist so groß. Griechische antike Philosophie ist so groß und wir machen diesen Teil davon, den berühmtesten Teil, weil wir nur 10 Sitzungen haben. Und ich wollte, dass Sie alle etwas über Platon und Aristoteles erfahren, damit Sie sich vorbereiten können für spätere Kurse zur antiken Philosophie. Allerdings werde ich trotzdem zwei andere Themen berühren, mindestens. Erstens wird es eine Sitzung zur weiblichen Denkerinnen der Antike geben und Frauen bei, also was Platon und Aristoteles über Frauen sagen, weil ich dafür bin, dass man in jeder Periode der Philosophie anerkennt, dass es nicht nur männliche Philosophen gegeben hat, sondern auch weibliche Philosophinnen. Erstens das und zweitens in der letzten Sitzung werde ich sehr kurz was über diese spätere Zeit in der Philosophie sagen, also hellenistische und neuplatonistische oder spätantike Zeit. Okay, also wenn wir uns jetzt nur auf die griechische Philosophie konzentrieren, was bietet die Antike an unter philosophischen Texten? Das fängt mit den Vorsokratikern an, im 7. oder 6. Jahrhundert vor Christus. Und wie gesagt, nicht in Griechenland selbst, sondern auf der Küste der jetzigen Türkei. Vor allem denkt man an die Stadt Miletus. Normalerweise der Denker, der als der erste Philosoph aller Zeit anerkannt wird, ist Thales aus Milet. Und er ist 7. Jahrhundert vor Christus, ist vielleicht ein Beispiel dafür, dass ägyptische Wissenschaft und Philosophie doch hier relevant ist, weil er angeblich in Ägypten war und dort Mathematik gelernt hat. Nach Thales hat man bekanntere Namen, wie zum Beispiel Heraklit, immer noch in der Türkei, noch nicht in Griechenland, Parmenides und Empedokles, auch nicht in Griechenland, aber dann Denker wie Anaxagoras, der doch in Athen war. Und dann haben wir natürlich Sokrates. Wenn Sie nur eine Zahl merken wollen für die ganze antike Philosophie, würde ich empfehlen, dieses Jahr zu merken, 399. Oh yes, got it right. Gut, 399. Das ist das Jahr, wo Sokrates gestorben ist, beziehungsweise umgebracht worden ist von den netten Kommilitonen aus Athen. Und das ist erstens, es ist gut zu merken, weil erstens sind die Vorsokratiker vor Sokrates.
Und deswegen hat man sozusagen eine Grenze, okay, vor Sokrates sind irgendwie vor dem 4. Jahrhundert vor Christus, also 5., 6. Jahrhundert vor Christus. Und natürlich kommen Platon und Aristoteles unmittelbar danach. Deswegen kann man merken, okay, dann sind Platon und Aristoteles 4. Jahrhundert vor Christus. Und dann kommen die restlichen Philosophen der Antike. Also es ist sozusagen ein, wenn nicht ein Mittelpunkt, mindestens ein guter Punkt, den man merken kann. Und ich finde auch, diese Zahl ist auch leicht zu merken, 399. Ist auch gut. Was geschieht nach Platon und Aristoteles? Wie gesagt, das werde ich in der letzten Sitzung etwas länger diskutieren. Aber kurzum entstehen mehrere Schulen der Philosophie. Da hätte man auch weitere Schulen aufschreiben können, zum Beispiel die Zyniker. Aber die Hauptschulen sind drei, nämlich die Stoiker, die Epikureer und die Skeptiker. Da ist es auffällig und vielleicht für uns überraschend, dass wir in der hellenistischen Zeit und unter hellenistischer Zeit in der Philosophie, da versteht man normalerweise so spät 4. Jahrhundert vor Christus bis vielleicht 1. Jahrhundert vor oder nach Christus, je nachdem, wen man fragt. Aber mehr oder weniger die Zeit, die man auch in der normalen Geschichte, also nicht Geschichte der Philosophie, sondern Geschichte, als hellenistisch beschreibt. Also die Zeit der Reichen, die nach Alexander der Große entstanden sind. Und Römische Republik-Zeit, also das bringt das zu 1. Jahrhundert vor Christus. Und danach entsteht römisches Imperium und dann haben wir mehr oder weniger Spätantike. Es ist für uns, was ich dann sagen wollte, ist, dass es für uns auffällig ist, dass Platonismus und Aristotelismus in dieser Zeit nicht so prägend sind. Wir können fast nicht sagen, dass wir eine platonische Schule in dieser Zeit haben oder eine aristotelische Schule. Wir haben einzelne Denker, die von den Werken Platons und Aristoteles beeinflusst wurden, aber keine platonische Schule. Beziehungsweise haben wir schon die sogenannte Akademie, die Schule des Platons, aber die Akademie ist skeptisch geworden und haben vor allem Werke wie zum Beispiel dieses Werk, was ich besprechen werde heute, Menon, aufgenommen und gesagt, was Platon immer und vor allem Sokrates machen wollten, ist Leute zeigen, dass sie keine Ahnung haben, wenn es um tiefgehende Fragen wie zum Beispiel, was ist die Tugend, diese Fragen können sie nicht beantworten und Antworten, die bisher auf diese Fragen gegeben wurden, sind entweder falsch oder haben mindestens Probleme, die noch nicht gelöst worden sind. Und deswegen sind sie Skeptiker, entweder behaupten sie, dass wir kein Wissen besitzen, oder sie behaupten, dass wir kein Wissen erwerben können, sogar. Das sind die Skeptiker, die Stoiker. Und Epikureer haben ihre eigenen Gründer, mehr oder weniger in der Zeit des Aristoteles, nämlich Zenon von Citium, der Gründer der stoischen Schule, und natürlich Epikur, der Gründer des Epikureanismus. Und diese drei Traditionen sind sehr stark in der Zeit bis früh in das römische Imperium, kann man sagen. Das sieht man sogar zum Beispiel, dass Marc Aurel, ein römischer Kaiser, selbst Stoiker war und hat stoische Schriften verfasst. War wahrscheinlich der mächtigste Philosoph aller Zeiten, Marc Aurel. Bis ich, nein. Okay, dann in der Spätantike. Und hier haben wir eine Zeit, die von Historikern und Philosophiehistorikern oft etwas vernachlässigt wird. Das ist die Zeit nach dem Höhepunkt des römischen Imperiums. Das sind Zeiten, wo man oft mehr als einen Kaiser pro Jahr hat, zum Beispiel. Das ist super verwirrend. Oder man hat
also entweder eine Reihe von Kaisern, die alle sterben oder wie Sokrates umgebracht werden, oder wir haben mehrere Kaiser in mehreren Bereichen des Imperiums. Das ist alles super kompliziert, und in Philosophie ist auch etwas kompliziert. Die Hauptströmung in dieser Zeit ist Neuplatonismus. Das wurde von Plotin im 3. Jahrhundert nach Christus begründet. Er selbst hat sich nicht als Neuplatoniker gesehen, sondern einfach als Platoniker. Also er sah sich als treuer Anhänger des Platonismus. Er hat aber Themen aus den anderen philosophischen Richtungen mit Platonismus kombiniert. Zum Beispiel hat er viele Ideen aus Aristoteles übernommen und auch aus Stoizismus. Epikureanismus und Skeptizismus haben ihn nicht so beeinflusst, wenn dann nur negativ. Zum Beispiel wollte er mehrere skeptische Argumente irgendwie überwinden, aber er selbst ist gewiss kein Skeptiker oder Epikureer. Epikureismus als Philosophie geht wirklich, ist praktisch nicht mehr in Mode nach Lukrez im ersten oder zweiten Jahrhundert vor Christus. Nach Lukrez gibt es sehr wenig von Epikureismus zu hören, und das kommt erst in der Frühmoderne zurück, nachdem diese Strömung sozusagen wiederentdeckt wurde. Auch in der Spätantike, was man leicht vergisst, ist, dass Christentum dann das Imperium übernimmt. Ich meine, das vergisst man nicht, aber was man vergisst, ist, dass wir viele Philosophen schon in der Spätantike haben, die Christen sind und keine heidnische Denker wie Plotin und die anderen Neuplatoniker. Zum Beispiel Augustinus oder Boethius, die manchmal oder sogar vorwiegend als mittelalterliche Denker betrachtet werden, wahrscheinlich einfach, weil sie auf Latein geschrieben haben. Aber sie selbst sahen sich definitiv als Bürger des Römischen Reiches, und sie waren wirklich immer noch in einer kulturellen Situation, die nicht mittelalterlich war, noch nicht mittelalterlich war, sondern Spätantike. Okay, das ist antike Philosophy, sozusagen in einem Satz. Was danach kommt, ist natürlich mittelalterliche Philosophie, und zwar in mindestens drei Traditionen. Wir haben am naheliegendsten Latein-Mittelalter, wo sie sehr beeinflusst von Augustinus und Boethius sind, also lateinische Werke, und all diese griechischen Werke kaum lesen können. Vor allem ist Aristoteles nur sehr teilweise greifbar, Platon noch weniger. Sie haben nur eine unvollständige Übersetzung eines Dialogs von Platons, nämlich den Timaios. Von Aristoteles haben sie nur die Logik, und die restlichen Werke von Platon und Aristoteles sind verschwunden, sind für sie nicht greifbar. Im Gegensatz dazu ist die Situation in Byzanz und in der islamischen Welt. In Byzanz haben sie alles, was wir haben, per Definition, weil wir diese Werke nur haben, weil wir die Handschriften aus Byzanz haben. Also alles, was in Byzanz gefehlt hat, ist jetzt verloren. Und dann in der islamischen Welt haben sie arabische Übersetzungen von den Philosophen der Antike. Vor allem haben sie fast alles von Aristoteles, was wir haben, haben sie auf Arabisch. Weniger von Platon, aber mindestens paraphrasiert haben sie mehrere Dialoge Platons. Und dann haben sie andere Denker, vor allem aus der Spätantike, wie zum Beispiel Plotin. Man könnte sogar weitergehen und sagen, dass griechische Philosophie alle kulturellen Bereiche erreicht, die sozusagen geografisch zugänglich sind. Also nicht China und Indien anscheinend, aber zum Beispiel Armenien. Es gibt armenische Übersetzungen, georgische Übersetzungen und sogar äthiopische Übersetzungen von griechischen Werken. Es gibt Werke, die in einer Sprache namens Ge'ez
verfasst wurden, die von Christen in Äthiopien dann verfasst wurden als Übersetzungen aus griechischen Quellen. Nicht Platon oder Aristoteles, aber andere Werke, die philosophische Weisheit zusammenbringt. Also ich denke, das ist wirklich unsere Vorstellung, wie antike Philosophie dann weiterlebt hat, ist in der Regel sehr falsch. Weil wir denken immer, es gibt antike Philosophie und das ist griechisch und vielleicht dann Latein. Und dann gibt es Mittelalter und das ist lateinische, europäische, christliche Philosophie. Aber diese lateinische Tradition ist nur ein kleiner Teil von einem breiteren Phänomen, nämlich die Überlieferung der griechischen Philosophie und Theologie, wie gesagt, in allen Richtungen, bis ins Zentralasien durch die islamische Welt, um den Schwarzen Meer, Georgien, Armenien, Byzanz, sogar Afrika in Äthiopien und dann Europa. Okay? Europa übrigens, also die islamische Welt ist auch teilweise Europa, weil im Mittelalter Spanien und Portugal unter islamischen Herrschaft sind. Okay? Also der Einfluss von antiken Philosophie im Mittelalter ist viel, viel breiter, als wir normalerweise anerkennen. Okay, so, das war ein großes Bild. Und jetzt diskutieren wir was viel, viel detaillierter, nämlich ein Werk von Platon. Zuerst ein bisschen zu Platon selbst, das wissen viele von Ihnen wahrscheinlich schon, aber erstens ist er der größte Philosoph aller Zeiten oder mit Aristoteles der größte Philosoph. Aristoteles ist ohne Zweifel der einflussreichste Denker aller Zeit, mindestens im europäischen Raum. Aber durch Aristoteles hat Platon natürlich auch viel Einfluss. Und wir können auch zu einer gewissen Grade sagen, dass Platon Philosophie erfunden hat. Er ist der Erste, der das Wort Philosophie verwendet, für das, was wir zum Beispiel in dem BA Philosophie besprechen. In China oder Indien gibt es dieses Wort nicht. Also wenn ich sage, dass zum Beispiel Konfuzianismus oder Hindu-Schulen in der Philosophie sind, das mache ich, weil sie mich und anderen so stark an Themen erinnern, die bei Platon zu finden sind. Aber sozusagen prägend und so vielleicht sogar definierend für Philosophie normalerweise ist Platon, in dem alle Themen, die er in seinen Dialogen aufgreift, für uns als Philosophie zählen. Zum Beispiel Ethik, also wie soll man leben, Metaphysik, was existiert, und Epistemologie, was ist Wissen und wie können wir Wissen erwerben. Das kommt alles zusammen bei Platon in seinen Dialogen. Und man kann sogar sagen, dass er nicht nur alle Hauptfragen der Philosophie mehr oder weniger auf einmal entdeckt, sondern viele von den wichtigsten und naheliegendsten Antworten auf diese Fragen dann bietet. Oft mehrere Antworten für jede Frage, weil er eben Dialoge schreibt, wo verschiedene Figuren dann verschiedene Ansichten zu diesen philosophischen Fragen vertreten. Also man könnte sagen, dass selbst wenn es keine Philosophie nach Platon gegeben hätte, hätten wir trotzdem Philosophie. Und deswegen wird es manchmal gesagt, das ist fast Klischee, dass ich das jetzt sage, aber ich werde es sowieso zitieren. Es wird oft gesagt, dass die ganze Geschichte der Philosophie Fußnoten zu Platon ist. Okay, Tech. Das habe ich jetzt gesagt. Tut mir fast weh. Okay. Wie gesagt, Platon hat keine Traktate geschrieben, sondern Dialoge. Wir haben auch Briefe von ihm, die
aber umstritten sind, also hinsichtlich, ob sie authentisch sind. Also für uns sind die wichtigen Werke Platons alle Dialoge. Es gibt auch Dialoge von ihm, die nicht echt sind. Also es gibt umstrittene und dann gibt es Dialoge, die alle von allen als falsch anerkannt, also falsch zugeschrieben anerkannt werden. Aber wir haben viele Dialoge von ihm, die wirklich echt sind. Auffällig hier ist die Tatsache, dass, soweit wir wissen, haben wir nicht nur viele Dialoge Platons, sondern alle Dialoge, die er geschrieben hat. Wir haben keinen Grund zu vermuten, dass es weitere Dialoge gegeben hat, die nicht erhalten sind. Und damit Sie, damit Sie sehen, wie selten das ist, von dieser ganzen Zeit, und das ist natürlich mehr als 1000 Jahre, die ich hier skizziert habe, gibt es nur einen einzigen anderen Denker, wofür wir alle philosophische Texte erhalten haben. Also ich meine Denker, die mehr als ein Werk geschrieben haben. Autoren, die mehrere Werke geschrieben haben. Es gibt nur einen, außer Platon, für wen wir alle Werke erhalten haben, nämlich? No. Ich rede hier sowieso über griechische Literatur, nicht lateinische. Nicht Aristoteles, bei weitem nichts. Wir haben weniger als die Hälfte von Aristoteles, Gott sei Dank. Nein, Plotin. Weil sein Schüler Porphyrios seine Werke ediert hat in einer Sammlung, die immer noch erhalten ist. Das ist ein Zeichen und es ist symptomatisch dafür, also von einer Tatsache, die ich schon erwähnt habe, nämlich die Werke, die wir lesen können, sind die Werke, die die Byzantiner kopiert haben. Also wir haben Handschriften, also mit der Hand kopiert. Und das heißt, die haben bestimmt, was wir lesen können und was nicht. Und weil Platonismus in Byzanz so wichtig war und Neuplatonismus, haben sie die Mühe gegeben, Platon als Gesamtwerk zu erhalten und auch Plotin, während viele andere Denker nur durch Bruchstücke und Testimonien bekannt sind, zum Beispiel frühe Stoiker, sind völlig verloren. Ein sehr gutes Beispiel wäre Chrysipp, ein früher Stoiker, der wahrscheinlich unter den wichtigsten und sicherlich schlauesten Philosophen in der Antike ist, aber wir haben kein einziges Werk von ihm erhalten. Also wir kennen ihn nur durch Reportage in späteren Denkern, was er gesagt hat. Aber für Platon und Plotin haben wir alles. Okay. Also was haben wir dann für Platon? Normalerweise spricht man hier von drei Phasen seiner Werke. Frühe Dialoge, mittlere Dialoge und späte Dialoge. Natürlich ist es viel komplizierter als das und es ist umstritten oft, welche Dialoge zu welcher Phase gehören. Aber grob kann man sagen, dass die frühen Dialoge sehr von Sokrates, sein Lehrer, geprägt sind. Da kommt immer Sokrates als Hauptfigur vor, trifft andere Menschen, stellt eine Frage oder mehrere Fragen, aber klassisch stellt er eine Frage wie zum Beispiel, was ist Frömmigkeit oder was ist es, tapfer zu sein? Normalerweise ist die andere Person jemand, die eigentlich eine gute Antwort haben sollte. Zum Beispiel fragt er einen General, was Tapferkeit ist, und der General kann die Frage nicht beantworten. Und in diesen sogenannten frühen oder sokratischen Dialogen wird die andere Person, also der Mitsprecher, manchmal gibt es mehr als der Mitsprecher wird immer widerlegt. Und am Ende stehen sie beide da mit leeren Händen sozusagen und wissen immer noch nicht, wie man die Frage beantworten sollte. Deswegen haben die Skeptiker gedacht, okay, die sokratische Lehre ist, dass wir kein Wissen besitzen. Okay, dann kommt und übrigens, ich glaube, viele Leute denken,
dass in dieser früheren Phase Platon mehr oder minder nur Sokrates, wie er war, wiedergibt. Also es ist sozusagen eine treue Reportage, wie Sokrates argumentiert hat. Ich persönlich halte das für Blödsinn. Das Einzige, was wir haben, womit wir die sokratische Lehre bestimmen können, außer Platon, ist Werke von zwei anderen Autoren, Xenophon, der Historiker und auch Anhänger von Sokrates, und Aristophanes. Aristophanes in seinen Theaterstücken macht sich lustig über Sokrates. Xenophon verehrt Sokrates sehr und beschreibt auch, wie er war, zeigt auch, wie er in Dialog mit anderen immer Widerlegungen geführt hat. Also, dass Sokrates andere Leute dann befragt hat und widerlegt hat, das ist klar. Aber die Einzelheiten jedes Dialogs sind meiner Meinung nach auf Platon zurückzuführen und nicht auf echte Gespräche, die Platon persönlich erlebt hat. Okay, das ist die frühere Phase. Mittlere Phase sind die bekanntesten Werke Platons, vor allem die Politeia, wahrscheinlich, also vielleicht das wichtigste Meisterwerk in der Geschichte der Philosophie, vielleicht. Das ist in 10 Büchern und sehr kompliziertes Werk zur politischen Philosophie, ethischer Philosophie, Metaphysik. Da hat man die Ideentheorie, die man sehr stark mit Platon verbindet. Dieses Werk werden wir später in einer weiteren Vorlesung besprechen. Und wenn man von mittleren Dialogen Platon spricht, was man damit normalerweise meint, ist Werke, die uns an die Politeia erinnern. Also die thematisch oder dramatisch irgendwie mit der Politeia einzuordnen sind. Dann gibt es die sogenannte spätere Werke Platons, wo es oft mehr um technische, metaphysische oder sogar logische Fragen geht. Und das letzte, was er geschrieben hat, ist ein Riesenwerk namens Gesetze, Leges, oder Nomoi auf Griechisch, wo er vorschlägt, wie man, ähnlich wie in der Politeia, schlägt vor, wie eine perfekte Stadt zu regieren ist. Typisch für die späteren Dialogen ist, dass Sokrates als Hauptsprecher ausfällt. Also manchmal ist Sokrates anwesend, er ist aber typischerweise nicht der Hauptsprecher. Stattdessen haben wir zum Beispiel Parmenides in einem Dialog namens Parmenides als Hauptsprecher. Und Sokrates ist da als junger Mann, aber Sokrates wird widerlegt und dann macht Parmenides weiter mit seiner Philosophie. Also die ganze Breite der platonischen Werken werde ich natürlich in ein paar Vorlesungen nicht besprechen können. Ich werde mit dem Menon heute anfangen und dann werden wir einzelne Themen aus anderen sehr bekannten Dialogen in den kommenden Wochen besprechen. Falls Sie mehr zu Platon oder diese ganze Geschichte erfahren wollen, als ich jetzt sagen kann, das habe ich auf dem Handout, auf dem Plan für das ganze Semester geschrieben. Aber falls Sie Interesse haben, können Sie meinen Podcast hören. Da lachen manche Studierende, weil sie das von mir 7-mal gehört haben. Aber es rentiert sich immer wieder zu erwähnen. Das ist auf Englisch und deckt die ganze Geschichte der Philosophie ab. Da erscheint eine Folge pro Woche und am Sonntag erreiche ich die 300. Folge. Und das ist Ende der mittelalterlichen Philosophie. Also bisher habe ich gänzlich antike Philosophie abgedeckt, Philosophie in der islamischen Welt, Latein-Christentum, mittelalterliche Philosophie, und fange jetzt mit byzantinischer Philosophie. Dann gibt es eine weitere Reihe über indische Philosophie. Das ist etwas wie 70 Folgen. Und das übrigens, das gehört nicht zu die 300. Also eigentlich gibt es 370 schon. Und gerade jetzt habe ich eine neue Reihe über afrikanische Philosophie angefangen. Jetzt hat jemand dringende Fragen zu dem, was ich schon gesagt habe?
bevor ich dann weitergehe. Ja. Er hat nichts geschrieben, richtig. Also wir wissen sogar, dass er nichts geschrieben hat. Er hat nur Gespräche geführt. Also wir können auch sagen, dass alle, also trivial könnte man sagen, dass alle seine Werke auch erhalten sind, weil es keine gegeben hat. Ich weiß nicht, was ein Mathematiker dazu sagen würde. Aber, ja. Wie bitte? Sie können einfach History of Philosophy googeln. Das ist das Erste, was Sie sehen werden. Oder ich glaube, die Webseite ist auf dem Seminarplan auch, oder auf dem Vorlesungsplan. Okay, gut, so, Menon. Das ist ein, wie gesagt, das ist, also normalerweise würde man denken, Menon ist typisch für frühe sokratische Dialoge. Aber wie gesagt, ist es manchmal schwierig, die einzelnen Dialoge wirklich in diesen drei Phasen einzuordnen. Und das ist ein gutes Beispiel. Menon wird manchmal als Übergangsdialog zwischen Früh und Mittel beschrieben, weil er, also dramatisch gesehen, schaut es sehr ähnlich wie die anderen frühen Dialoge aus. Sokrates trifft jemanden, sagt, kannst du mir diese Frage beantworten? Er versucht, die Frage zu beantworten, wird widerlegt und die gehen weiter und kommen zu keinem Ergebnis. Also grob gesehen ist Menon ähnlich wie andere frühe Werke. Andererseits haben wir in Menon mehr als nur eine Widerlegung einer eines Versuchs, einen ethischen Begriff zu definieren, das haben wir schon. Aber wir haben vorwiegend nicht nur ein Gespräch über die Tugend, sondern ein Gespräch über Epistemologie und auch sogar über die Voraussetzungen, die jede gute Definition haben sollte. Übrigens, haben alle schon das Handout für den Menon jetzt? Es gibt hier ein paar. Aber die Handouts werden Sie jetzt brauchen. Also erstens ist das typisch für die mittlere Dialoge, dass Platon etwas positiver seine eigene epistemologische Theorien entwickelt. Und das tut er hier in Menon. Vor allem werden wir heute noch sehen, dass er eine etwas anscheinend schräge Theorie über das Erwerben des Wissens hier vorschlägt, nämlich dass wir nie was lernen, sondern immer nur daran erinnert werden, wenn wir was wissen. Also erstens das. Zweitens gibt es in diesem Dialog eine Auseinandersetzung, etwas indirekt, mit den Sophisten. Und das ist vielleicht ein Merkmal, was durch die ganze Karriere Platons dann geht. Aber es gibt einen anderen Dialog, mit dem man am leichtesten den Menon vergleichen könnte. Und das ist der Gorgias, wo Sokrates mit dem berühmten Sophisten und Rhetoriklehrer Gorgias spricht, ihn widerlegt und dann auch andere Anhänger von Gorgias widerlegt. Also man könnte sagen, dass in Menon und Gorgias zusammen Platon zeigt, wie Sokrates auf Gorgias und seine Anhänger reagiert hat, nämlich sehr kritisch. Oder anders gesehen können wir sagen, dass hier Platon selbst auf Gorgias reagiert. Menon ist, und das wird deutlich aus dem Dialog, wenn Sie das lesen, Menon ist ein Schüler von Gorgias. Gorgias lebt nicht in Athen, war aber zu Besuch in Athen und Menon hat von ihm damals reden gehört und war sehr beeindruckt. Und er ist also Anhänger von Gorgias. Wer war Gorgias? Er war ein Sophist. Wer waren die Sophisten?
komplizierte Frage. Also ich könnte leicht jetzt für die restliche Zeit nur erklären, wer die Sophisten waren. Aber kurzum, waren sie Lehrer, die vor allem Rhetorik in antiken Griechenland gelehrt haben und vor allem in demokratischen Städten wie Athen. Die Sophisten haben mit Demokratie zu tun, weil die Art und Weise, wie man politisches Einfluss in zum Beispiel Athen gehabt hat, im Gegensatz zum Beispiel zu Sparta, war Reden zu halten, die überzeugend waren. Weil es gab eine Volksversammlung, nicht von dem ganzen Volk, sondern von den wohlhabenden Männern. Die kamen zusammen und haben Beschlüsse gemacht und wurden dann von guten Reden beeinflusst. Auch wenn man einen Prozess geführt hat, waren die Prozesse durch Reden veranstaltet. Also es gab eine Rede für die Verteidigung und eine Rede gegen den Verteidigten. Und ein gutes Beispiel davon ist die Apologia, die wir von Platon haben, wo er den Prozess des Sokrates beschreibt. Typischerweise für ihn sagt Sokrates am Anfang der Apologia, dass er keine Rhetorikkunst hat und keine gute Rede halten kann. Also er wird nur sein Bestes tun und dann natürlich hält er eine brillante Rede. Moment, trinken. Also man kann deswegen sagen, dass die Sophisten professionelle Lehrer waren, die vor allem junge Männer ausgebildet haben und beigebracht haben, besser reden zu können, damit sie dann mehr Einfluss in der Stadt haben konnten. Also es war wirklich Rhetorik im Dienst politischen Einfluss. Und um diese Lehre dann vielleicht einen theoretischen Gerüst zu geben, haben die Sophisten verschiedene, vielleicht können wir sogar sagen, epistemologische Theorien entwickelt. Zum Beispiel, dass man für oder gegen jede These überzeugend argumentieren kann und vielleicht sogar, dass die Kunst der Rhetorik genau dafür gedacht ist, also pro oder con jede These zu argumentieren. Meine Tochter hat übrigens gerade gestern in der Schule das machen müssen. Haben Sie vielleicht viele von Ihnen im Gymnasium machen müssen, oder? Dieses Debattieren lernt man. Und prägend, also typisch dafür ist immer noch, man kriegt eine These und eine Mannschaft muss dafür argumentieren, eine Mannschaft dagegen. Es geht nicht darum, Recht zu haben. Es geht darum, die These gut zu verteidigen, die man zugeordnet gekriegt hat. Übrigens, meine Tochter dürfte das auf Englisch machen. Also die haben das innerhalb Englischunterricht gemacht. Also ich habe gesagt, du gehst in einen Messerkampf und bringst ein Maschinengewehr. Und sie hat sich total Sorgen gemacht, dass die andere Schule dann Schwierigkeiten haben, weil sie es kommt mit ihrer fließenden Englisch vor. Aber es war okay, glaube ich. Kurze Geschichte zu ihr. Als wir frisch in Deutschland waren, hat sie dann zum ersten Mal Englischunterricht gehabt. Und ich habe gefragt, wie der Englischlehrer sei. Und nach einer Woche oder so. Und sie hat gesagt, gut, gut, ganz gut, bisher hat er keine Fehler gemacht. Okay, auf jeden Fall. Also das lernt man immer noch, diese Rhetorik-Kunst, also wie man auf beiden Seiten argumentiert. Und vor allem ist Gorgias sehr eng damit verbunden. Das ist genau die These, die er im Dialog Gorgias dann vorstellt. Eine interessante Frage, die hier gar nichts fehl am Platz ist, wie Sie sehen werden, ist, ob die Sophisten auch
behauptet haben, dass sie die Tugend auch lernen konnten. Wir haben aus anderen Quellen die Reportage, dass Gorgias selber das abgelehnt hat. Also er hat praktisch immer gesagt, ich kann euch zeigen, wie ihr überzeugend argumentiert. Ich kann euch aber nicht besser machen als Menschen. Das liegt bei euch sozusagen. Das ist nicht meine Aufgabe, ich bin nur Rhetoriklehrer. Im Gorgias aber, also in dem Dialog namens Gorgias, vielleicht, man hat den Eindruck, dass er vielleicht sich schämt, wenn er nicht behauptet, dass er seine Schüler besser machen kann. Und Sokrates zwingt ihn sozusagen zuzugeben, dass er auch die Tugend lernen kann. Aber das scheint historisch falsch zu sein. Und es ist deswegen nicht zufällig, dass Menon, dieser Schüler von Gorgias, genau mit dieser Frage diesen Dialog anfängt, kann man die Tugend lernen oder nicht? Wenn man sie nicht lernen kann, wie erwirbt man die Tugend? Einfach durch die Natur oder anders wie? Das ist der erste Satz im Dialog, ist keine Beschreibung der Szene oder sowas. Das ist übrigens immer der Fall bei Platon. In Platon gibt es nie diese, ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißen, aber diese Hinweise wie im Theaterstück, wie die Szene ausschaut oder wer anwesend ist oder so. Es geht einfach los mit Sprache immer, mit einem Satz. In diesem Fall ist der erste Satz die Frage von Menon, kann man die Tugend lernen oder nicht? Manchmal werden die Sophisten sogar als Relativisten eingeordnet, weil, und das könnte man schon aus dem, was ich gerade über Gorgias gesagt habe, könnte man daraus gewinnen, wenn er sagt, ich kann für alles überzeugend argumentieren, könnte man, es klingt auch ein bisschen skeptisch, ja? Also wenn man genau so gut oder so überzeugend für eine These argumentieren kann, wie für die Konterthese, in jedem Fall, könnte man leicht die Idee haben, okay, dann gibt es keine endgültige Begründung für eine These gegen die Konterthese, es gibt nur hin und her. Ja? Und dieses Relativismus scheint auch bei einem anderen sehr bekannten oder sehr berühmten Sophist namens Protagoras aufzutauchen. Er hat eine These vertreten, die man oft durch seine lateinische Übersetzung dann bezeichnet, den sogenannten Homo Mensura Satz. Also Homo Mensura ist Mensch ist Maß. Auf Griechisch oder von den Griechisch übersetzt heißt es, der Mensch ist das Maß aller Dinge, der Seien, dass sie sind, der Nichtsein, dass sie nicht sind. Es ist natürlich nicht ganz klar, wie man das auslegen soll. Vielleicht heißt hier Sein, also Seiende, dass sie sind. Das könnte heißen sowas wie die Tatsachen, also wie die Sachen sind, kann nur der Mensch beurteilen. Also wir beurteilen die Sachen, wie sie sind und wie sie nicht sind. Und das kann man relativistisch auslegen, wenn man davon ausgeht, dass er hier nicht die Menschheit insgesamt dann meint, sondern jeden einzelnen Mensch. Also ich und jeder von Ihnen beurteilt für sich, was die Wahrheit ist für uns. Also ich zum Beispiel, ich empfinde, dass es hier sehr warm ist, weil ich vielleicht Fieber habe. Sie vielleicht nicht. Empfinden Sie auch, dass es warm ist? Ja. Das empfinden Sie alle, dass es warm ist? Ja. Das ist dann kein gutes Beispiel. Okay, manche von Ihnen empfinden wahrscheinlich, dass die Vorlesung bisher recht langweilig war, aber die große Mehrheit nicht, hoffentlich. Und Protagoras würde hier vielleicht sagen, die schlechtere Studierende, die das bisher langweilig gefunden haben,
die, für sie ist die Vorlesung wirklich langweilig. Ja? Und das ist naheliegend. Natürlich, wenn sie die Vorlesung langweilig finden, dann ist sie für sie langweilig. Andere denken angesichts des brillanten Stoffes und abenteuerliches Deutsch, war die Vorlesung bisher sehr unterhaltsam und interessant, ist für sie interessant. Und man könnte sagen, die Vorlesung an sich ist weder langweilig noch interessant, sondern beides. Oder vielleicht sogar nicht beides, sondern ist die Frage, wie sie ist, nur relevant, wenn man beträgt, für wen. Also für A ist sie langweilig, für B ist sie interessant. Genau diese Auslegung des Homo Mensura-Satzes findet man in einem weiteren Dialog von Platon namens Theaetetos. Und anhand dieses Beispiels sehen wir, dass Platon sich wirklich Sorgen macht, wenn er hört, wie die Sophisten dann reden und argumentieren und vor allem, wie sie junge Männer in Athen dann erziehen, dass sie eine Einstellung verbreiten, dass man keine absolute Wahrheit erreichen kann, sondern nur Überzeugung, Meinung. Vielleicht gibt es sogar eine epistemologische Theorie dahinter, dass es keine objektive Tatsachen gibt, sondern nur die Feststellung, die jeder für sich macht. Wenn das ist, ich meine, es ist nicht so klar, dass Pythagoras das wirklich sagen wollte, aber so kann man ihn auslegen. Sie sehen, es liegt vielleicht sogar, vielleicht muss ich es nicht einmal sagen, aber das sage ich trotzdem, dieses Thema ist natürlich für unsere Zeit super relevant. Also die Frage, gibt es Fakten, gibt es Tatsachen, im Echt sozusagen, oder gibt es nur verschiedene Meinungen und es kommt darauf an, auf welchem Blog man ist oder aus welcher politischen Richtung man kommt, oder gibt es wirklich eine objektive Wahrheit, die man entweder treffen kann oder nicht mit den Aussagen. Und Platon ist der von aller Zeiten der große Held der objektiven Wahrheit. Das ist genau, was er haben wollte. Wir kommen später, in späteren Vorlesungen, zu seiner Ideenlehre. Und die Ideenlehre, etwas wie der Satz von Protagoras, ist schwer zu verstehen und auszulegen. Aber unter anderem war die Ideenlehre sicherlich ein Versuch zu zeigen, was die Voraussetzungen sind, damit wir wirklich objektive Wahrheit haben können. Zum Beispiel, wenn es eine Idee oder Form der Gerechtigkeit gibt, diese Form oder Idee ist irgendwie über uns oder mindestens nicht subjektiv von uns gestaltet, sondern ein Ding in der Welt. Und das heißt, dass der Begriff der Gerechtigkeit irgendwie ein objektives Basis hat oder eine objektive Wahrheit oder Essenz oder wie auch immer hat. Und deswegen kann man schon sagen, es gibt falsche und richtige Antworten zu der Frage, was ist die Gerechtigkeit oder in jedem einzelnen Fall, was wäre gerecht hier in diesem Fall. Die Antwort ist immer das, was an der Idee der Gerechtigkeit teilhaben würde. Aber wir kommen später dazu, das alles zu diskutieren. Diese Ideenlehre kommt übrigens gar nicht im Menon vor. Okay, so, das ist sozusagen der Hintergrund und die Problemstellung, die Platon hier betrachtet. Und das, ich glaube, dass ein Leser von damals hätte das alles sofort im Kopf gehabt, nachdem er den ersten Satz des Dialoges liest. Also er sieht sofort, oh, das ist diese typische Frage, die man mit den Sophisten verbindet. Können sie die Tugend lernen oder nicht? Und wenn schon, heißt es, dass sie uns beibringen können, einfach politisch mächtig zu sein? Oder heißt es, dass sie nur Überzeugung liefern? Oder gibt es objektive Tugenden, die sie vermitteln müssen? Oder wie? Oder, also das hätte man wahrscheinlich sofort erkannt, und das würde man auf jeden Fall erkennen, wenn man weiterliest durch den Dialog. Okay,
Wie können wir dann diese Frage beantworten, ob die Tugend ist oder ob die Tugend lehrbar ist oder nicht? Sokrates, typischerweise, und das wissen Sie wahrscheinlich alle, Sokrates, charakteristisch für ihn ist die Einstellung, dass er selber kein Wissen besitzt. Also er weiß nie, was die richtige Antwort ist. Das ist jemand, die Vorlesung langweilig gefunden hat. Aber sie war wirklich in Minderzahl, das ist gut. Jetzt sind wir alle einig. Also das, was er sofort sagt, auf diese, also wie er diese Frage beantwortet, ist: Natürlich kann ich nicht sagen, ob die Tugend lehrbar ist oder nicht, weil ich nicht weiß, was die Tugend ist. Und ich meine, Sokrates hat immer zwei Methoden, ein Gespräch zu führen. Entweder stellt er eine Frage, weil er selbst keine Ahnung hat, oder eine Frage wird ihm gestellt und dann sagt er, dass er keine Frage hat und stellt die Frage zurück. Das ist immer, wie er dann Gespräche führt. Und so macht er auch hier. Er sagt zu Menon: Ich weiß nicht, ob die Tugend lehrbar ist. Wie könnte ich das wissen? Weil es mir so geht, wie viele andere in Athen geht. Wir sind nicht so schlau und wir haben keine Weisheit und wir wissen nicht einmal, was die Tugend ist. Und wenn ich nicht weiß, was die Tugend ist, natürlich kann ich nicht wissen, ob die Tugend lehrbar ist oder nicht. Übrigens, das ist interessant, wenn wir kurz überlegen, das ist typisch für Menon, dass anhand dieses Beispiels eine breitere philosophische These so en passant entwickelt wird. Was er hier sagt, ist, wenn wir vielleicht das Wesen eines Dinges erkennen können, dann können wir daraus weitere Eigenschaften dann erschließen. Zum Beispiel, wenn man wissen würde, dass Menschen Tiere sind, würde man dann die Frage beantworten, ob Menschen Sinneswahrnehmung besitzen. Wenn alle Tiere Sinneswahrnehmungen besitzen, dann schon. Ja? Also wir würden sagen, es ist in dem Begriff des Menschen, dass Menschen Tiere sind. Vielleicht sind sie rationelle Tiere. Und in dem Begriff des Tiers ist Sinneswahrnehmung zu besitzen. Deswegen, wenn wir wissen, was das Wesen des Menschen ist, können wir weitere Eigenschaften entdecken oder erklären. Das ist das, also was ich gerade gesagt habe, das ist genau die Theorie, die epistemologische Theorie, die wir bei Aristoteles finden. Und ein späterer Platoniker würde sagen, ja, natürlich findet man das bei Aristoteles, aber das ist alles schon in Platon. Weil hier in Menon haben wir ein Paradebeispiel genau dieses Gedankengangs. Okay, also Sokrates hat keine Ahnung, ob die Tugend lehrbar ist oder nicht. Und deswegen muss Menon seine eigene Frage beantworten. Allerdings wissen wir als Leser, dass es eine sehr typische sokratische These gibt, also eine These, die man immer mit Sokrates in Verbindung bringen würde, die anscheinend eine Antwort auf diese Frage liefern könnte. Nämlich, wenn die Tugend nicht Überzeugung ist oder sonst was, oder vielleicht eine Angewohnheit, wie Aristoteles vielleicht sagen würde, oder einfach ein Geschenk Gottes, sondern wenn die Tugend Wissen wäre, wäre sie wahrscheinlich lehrbar. Weil Wissen ist lehrbar. Tue ich gerade. Ja, ich lehre Wissen über Platon hoffentlich und nicht nur Überzeugung. Also wenn die Tugend Wissen ist und angenommen Wissen ist immer lehrbar, hätten wir die Antwort auf diese Frage. Und es ist vielleicht ein bisschen rätselhaft, warum Sokrates nicht einfach sagt, ja, die Frage kann ich schon beantworten, weil nach mir... Ich habe diese typische sokratische These, ich bin Sokrates, also
nicht überraschenderweise vertrete ich diese sokratische These, nämlich die Tugend ist Wissen und wir wissen, dass Wissen nährbar ist, also ja, das ist die Antwort. Warum sagt er das nicht hier? Vielleicht, weil er nur die Vermutung hat, dass Tugend Wissen sein könnte, kann es aber nicht beweisen oder zeigen. Also er selbst hat kein Wissen, ob die Tugend Wissen ist oder nicht, sondern nur Überzeugung oder Meinung. Und was er haben will, ist Wissen. Also ironischerweise kann er nicht sagen, dass die Tugend Wissen ist, gerade weil er Wissen, weil Wissen ihm fehlt. Und was er von Menon haben will, ist eine Definition der Tugend, womit wir wirklich begründen können, dass die Tugend lehrbar ist. Wenn Menon sagen würde, Wissen, Tugend ist Wissen, dann würde Sokrates sagen, oh, okay, interessante Definition, jetzt können wir das betrachten, ob das stimmt oder nicht. Aber das ist nicht Menons Antwort. Allerdings wollte ich kurz überlegen, wieso es plausibel wäre, zu sagen, dass die Tugend Wissen ist. Und wieso es vielleicht plausibel ist, darüber Zweifel zu haben. Nehmen wir eine typische Tugend, wie zum Beispiel Tapferkeit oder Frömmigkeit. Es ist naheliegend zu sagen, dass diese Tugend, wenn sie nicht Wissen sind, die sind mit Wissen sehr stark verbunden. Weil zum Beispiel, wie kann ich fromm sein? Ich muss nur wissen, was zu tun ist, wenn ich mich so verhalten will, dass die Götter mit mir zufrieden sind. Das ist fromm sein. Also wenn ich das weiß, was, zum Beispiel, was muss ich opfern im Tempel, dann kann ich fromm sein. Also ich brauche nur dieses Wissen. Oder was muss ich tun, um tapfer zu sein? Ich muss nur wissen, wie ich mich im Krieg verhalten soll. Weil, wie Aristoteles auch sagt, im Krieg ist es nicht, die Idee ist nicht, einfach dazustehen und zu kämpfen, egal was passiert, sondern zu wissen, wann man stehen und kämpfen soll und wann nicht und vielleicht wie man kämpfen soll, also welche Methoden man einsetzen soll und so weiter. Und sobald man das Wissen hat, hat man die Tugend. Ich weiß, was zu tun ist und dann mache ich das. Leider, wie wir alle aus eigener Erfahrung wissen, oder vielleicht Sie nicht, aber ich schon, reicht es oft nicht zu wissen, was zu tun ist. Man muss es auch einsetzen. Zum Beispiel aus meinem Leben. Ich gehe sehr ungern zum Zahnarzt und ich hatte einen Zahnarzt, der in Ruhestand gegangen ist. Und ich habe das ich glaube, Oktober in einem Brief erfahren, dass ich einen neuen Zahnarzt finden musste. Und ich war eigentlich ungefähr fällig für den nächsten Termin. Also ich sollte vielleicht im Dezember zum Zahnarzt nochmal gehen. Nächste Woche gehe ich endlich zum Zahnarzt, weil ich so irgendwie gewartet habe, einen neuen Zahnarzt zu finden. Und ich habe anderes zu tun, ich bin so beschäftigt, jetzt bin ich krank. Das hätte übrigens sogar heute sein, aber gestern dachte ich, super, ich bin krank. Ich kann das eine Woche verschieben. Und wenn Sie mich gefragt hätten im Januar, ist es gut, dass Sie jetzt länger warten, zum Zahnarzt zu gehen, hätte ich gesagt, nein. Das ist eine ganz schlechte Idee, weil man immer zum Zahnarzt gehen muss. Und Kinder immer gründlich die Zähne putzen auch. Und genügend schlafen. Und Gemüse essen. Also ich hätte natürlich sofort gesagt, natürlich muss ich zum Zahnarzt. Ich bin doch nicht blöd. Wieso machst du das dann nicht? Ja, ich werde es machen. Irgendwann. Und es gibt ähnliche Beispiele, also wie wir essen, ob wir rauchen oder nicht, wie viel wir fernsehen, wie viel wir Philosophie lesen und andere Sachen tun. Wir wissen, dass wir eigentlich nur sparsam essen, viel schlafen, Zähne putzen und Philosophie lesen sollten und sonst gar nichts. Aber trotzdem machen wir andere Sachen.
wir machen Facebook auf, wenn wir wissen, dass das Zeitverschwendung ist. Apropos Alternative Facts. Also, und dieses Phänomen heißt auf Altgriechisch Akrasia. Buchstäblich heißt das fehlende Kontrolle. Also wenn man die sich selbst nicht meistert, das ist Akrasia. Und Akrasia, ja. Und Philosophen jetzt immer noch verwenden dieses Wort, als ob das ein Wort auf Englisch oder Deutsch wäre, Akrasia. Und das hat offensichtlich mit der sokratischen These zu tun, weil nach der sokratischen These würde jeder, der weiß, was zu tun ist, das sofort tun, weil die Tugend ist nur Wissen. Und ein Problem für diese Theorie ist, dass die Tugend doch nicht nur Wissen, vielleicht hat es irgendwas mit Wissen zu tun, kann aber nicht nur aus Wissen bestehen, weil sonst würde man nie den Fall haben, wo man weiß, was tugendhaft zu tun ist, sozusagen, aber das nicht tut, aber das tun wir alle jeden Tag. Okay? Wir werden später sehen, dass er in der Politeia eine Erklärung dafür entwickelt, aber der Sokrates von den früheren Dialogen scheint Akrasia einfach als ein Scheinphänomen abzulegen, wie wir bald sehen werden. Okay, jetzt zurück zum Dialog. Was ist bisher geschehen? Sehr wenig. Ich habe jetzt ungefähr eine Seite beschrieben. Wenn uns fragt, ob die Tugend lehrbar ist, Sokrates sagt, ich weiß es nicht. Musst du mir sagen zuerst, was die Tugend ist, und dann können wir darüber sprechen, ob sie lehrbar ist oder nicht. Und dann sagt Menon, naja, die Frage ist leicht zu beantworten, das ist klassischer Anfängerfehler, leicht zu beantworten, wenn du mich fragst, was ist die Tugend eines Mannes, sage ich, in der Stadt zu regieren und Macht auszuüben. Wenn du mich fragst, was ist die Tugend einer Frau, zu Hause zu bleiben und die Familie, für die Familie zu sorgen. Sein Beispiel, nicht meins. Was ist die Tugend eines Pferdes oder eines Hundes? Leicht zu beantworten. Und dann sagt Sokrates, ironisch, er ist oft ironisch und lustig, er sagt, welch ein Glück, ich wollte nur eine Tugend haben und ich kriege alle diese, ich viele Tugenden. Aber ich wollte doch eine einheitliche Erklärung, was die Tugend ist. Das beschreibt ja die sogenannte Bienenschwarm-Passage. Er sagt, wenn ich dich fragen würde, was Bienen sind, und du mir sagen würdest, okay, es gibt diese Art Biene und diese Art Biene, es gibt Hummer und andere, ich weiß nicht, ich bin kein Bienenexperte, aber es gibt 5 verschiedene Arten von Bienen und die haben alle ihre verschiedenen Eigenschaften. Ich dürfte dann zurück sagen, ja, ja, schon gut, aber ich will wissen, was sie alle gemeinsam haben. Genau ist es hier. Angenommen, was er übrigens nicht zugibt, dass Menon die einzelne Tugend des Männern, der Männern, Frauen, Pferden und so weiter definiert hat. Angenommen, dass er diese Tugenden richtig ergriffen hat. Trotzdem kann man fragen, okay, aber was haben sie alle gemeinsam, damit sie alle Tugenden sind? Was ist die Tugend an sich? Interessanterweise scheint es, dass Gorgias, Menons Lehrer, ausdrücklich behauptet hat, dass man die Tugend im Allgemeinen nicht definieren kann, sondern nur einzeln für verschiedene, zum Beispiel Arten von Menschen. Zum Beispiel, und das sagt Menon auch, es gibt eine Tugend für die Sklave, die für den freien Mann nicht passend ist. Und wenn man davon ausgeht, dass alle diese verschiedenen Arten von Menschen und auch Nichtmenschen wie Tiere, wenn sie alle was gemeinsam haben müsste, dann findet man gar nichts. Es gibt keine gemeinsame Nummer, auf die man alle Tugenden reduzieren kann. Es gibt nur die einzelne Tugend. Das sagt mindestens Aristoteles über Gorgias. Menon scheint aber nicht in der Vorlesung nicht aufgepasst zu haben. Und sagt, ja, okay, in dem Fall kann ich dir schon sagen, was die Tugend ist. Die Tugend im Allgemeinen ist die Fähigkeit zu regieren. Archein.
Und hier sehen wir nochmal, wie eng diese sophistische Einstellung mit politischer Macht verbunden ist. Also wie für ihn ist die Tugend letzten Endes Macht zu haben und Macht auszuüben. Vielleicht wäre es hier nicht fehl am Platz zu sagen, was das griechische Wort für Tugend ist. Arete, das könnte man auch als Exzellenz oder Vortrefflichkeit übersetzen. Und deswegen ist es nicht so komisch, dass er zum Beispiel von einer Tugend des Pferden spricht. Also man kann ein exzellentes Pferd haben, nämlich ein gesundes, großes, mächtiges Pferd. Und hier scheint er eher an menschlichen Leben zu denken und behauptet, dass mindestens unter Menschen die Tugend, also Exzellenz zu haben, ist Macht zu haben oder zu regieren. Das ist vielleicht Exzellenz in der Art und Weise, die mit der Exzellenzinitiative zu verbinden ist. Macht zu haben. Dann erwidert Sokrates, wäre es aber Tugend, wenn man ungerecht regieren würde? Oder muss man gerecht regieren, um die Tugend zu besitzen oder zu zeigen? Und dann sagt Menon natürlich, dass man tugendhaft sozusagen, also gerecht regieren muss, um tugendlich zu sein. Also wir müssen die Definition dann modifizieren und was hinzufügen. Tugend ist nicht regieren zu können, also Tugend ist nicht die Fähigkeit zu regieren, sondern die Fähigkeit gerecht zu regieren. Und das klingt gut, bis auf die Tatsache, dass Gerechtigkeit eine Tugend ist, also es ist zirkulär. Und Menon sagt, ach, okay. Ich versuche nochmal. Die Tugend ist, ich habe übrigens alle diese Definitionen auf dem Handout mit den Einwänden. Also Sie können das mitfolgen. Nächstes Versuch. Die Tugend ist, gute Sachen zu wollen und sie erwerben zu können. Okay. Und dann sagt Sokrates, ja, das ist eine komische Definition. Weil ich hätte gedacht, dass alle Menschen gute Sachen wollen. Oder? Oder gibt es Menschen, die schlechte Sachen wollen? Und da sagt einer, bin ich ganz sicher. Und dann sagt Sokrates, betrachten wir das so, ist das Gute nicht vorteilhaft? Auf Philemon, auf Griechisch. Und dann sagt Menon, natürlich. Will jemand das haben, was nicht vorteilhaft ist? Natürlich nicht. Dann will man nicht das Schlechte, sondern immer das Gute. Oh, stimmt. Also dieser Teil der Definition, gute Sachen zu wollen, ist überflüssig. Es ist sozusagen immer erfüllt. Das geht ziemlich schnell. Und das kann man leicht übersehen, dass das ist genau das Moment in diesem Dialog, wo die typisch sokratische These vorkommt. Wenn man wissen würde, was gut ist, würde man immer das Richtige machen, weil alle Menschen immer das Gute wollen. Also es gibt keine, für ihn gibt es keine Akrasia, weil Motivation einfach eingebaut ist in dem Guten. Wenn ich das Gute erkenne als gut, muss ich das erstrebenswert finden. Man könnte sogar sagen, mindestens ein Teil davon, der Idee, was als gut zu empfinden, ist dieses Ding erstrebenswert zu empfinden. Und er würde wahrscheinlich sagen, über mein Problem, mein psychisches Problem mit dem Zahnarzt, würde er wahrscheinlich sagen, du behauptest, dass du das gut findest, aber im Echt findest du das offensichtlich nicht gut, sonst würdest du eilen, einen Termin mit dem Zahnarzt zu machen. Und vielleicht hat er sogar recht. Entschuldigung. Okay, zum Glück bleibt was von dieser Definition übrig. Die Definition war, gute Sachen zu wollen und sie erwerben zu können. Selbst wenn wir alle gute Sachen wollen, also dieser Teil ist überflüssig, bleibt ein Halbsatz,
sie erwerben zu können, also gute Sachen erwerben zu können. Vielleicht ist das die Tugend. Die Tugend wäre einfach, gute Sachen erwerben zu können. Also es ist die Fähigkeit, gute Sachen für mich zu erwerben. Und das klingt gut, bis Sokrates dann fragt, macht es keinen Unterschied, wie ich die gute Sachen erwerbe? Muss ich sie zum Beispiel nicht gerecht erwerben? Zum Beispiel, wenn Geld gut ist, wenn ich Geld klauen würde, oder wenn Macht gut ist und wenn ich ungerecht die Regierung stürzen würde oder in einer Wahl lügen würde, um die Wahl zu gewinnen. Und wenn ich so an die Macht kommen würde, wäre das die Tugend. Natürlich nicht, ich muss das gerecht machen. Ups. Dann müssen wir wieder einbauen, dass die Tugend ist, gute Sachen erwerben zu können, aber immer gerecht. Aber Gerechtigkeit ist eine Tugend. Ist wieder zirkulär. Damn. Also wieder gescheitert. Und hier verzweifelt Menon und sagt, dass er nichts Besseres zu bieten hat. Und dann wird es wirklich spannend, was danach kommt. Bevor wir zu diesem spannenden Teil kommen und die letzten 15 Minuten dazu widmen, wollte ich aber nur bemerken, dass diese ganze erste Hälfte oder vielleicht Drittel des Dialogs nicht, ich meine, natürlich ist es einerseits eine Diskussion der Tugend, aber es ist auch und vielleicht sogar wichtiger, dass es ein Beweis oder Darstellung, was eine gute philosophische Definition haben muss an Eigenschaften. Ich bin übersprungen, es gibt auch eine Passage, wo Sokrates ein Beispiel liefert, was er haben will, und er definiert Figur und Farbe und sagt, also wenn du mir so eine Definition für die Tugend geben würdest, wäre ich zufrieden. Und implizit in dieser ganzen Passage haben wir sozusagen eine Darstellung von den Eigenschaften, die jede gute Definition haben muss. Sie muss nicht zirkulär sein. Sie muss, also zum Beispiel, man kann nicht sagen, die Tugend ist irgendwas gerecht zu machen oder tugendhaft zu machen, weil das ein Zirkel ist. Sie muss einheitlich sein. Zum Beispiel, man kann nicht einfach eine Liste geben. Das ist dieses Problem mit dem Bienenschwarm. Und sie muss keine Gegenbeispiele haben. Zum Beispiel wenn er sagt, dass die Tugend die Kunst ist zu regieren oder die Fähigkeit zu regieren, bemerkt auch Sokrates, dass das für Sklaven nicht passend ist. Natürlich. Also wenn eine Definition einheitlich ist, keine Gegenbeispiele hat und nicht zirkular ist, dann könnte man mindestens hoffen, dass das die richtige Definition ist. Und was wirklich interessant ist, ist, dass er hier wirklich formale Bedingungen dann dargestellt hat. Also nachdem man das gelesen hat, weiß man sozusagen, wie man methodisch in der Philosophie vorgehen soll, nämlich Definitionen suchen, die diese Bedingungen erfüllen, und diese abstrakte, sozusagen zweite Ordnung Überlegung, wie eine Definition und deswegen Wissen ausschauen könnte, das würde sogar sagen, hier in diesem Dialog fast erfunden. Das ist eigentlich der erste Text in der Geschichte der Philosophie, der sowas tut. Das ist beeindruckend. Okay, wenn das nicht spannend genug wäre, haben wir dann die berühmteste Passage, wo Menon, wie gesagt, verzweifelt ist und sagt, Sokrates, du bist wie ein Stachelrochen, wenn ich in Kontakt mit dir komme, werde ich stumm oder gelähmt. Weil vorher dachte ich, dass ich wüsste, was die Tugend ist, aber jetzt habe ich keine Ahnung. Und dann sagt sagt Sokrates, du willst diese Vergleiche einführen, nur weil du so hübsch bist, weil hübsche Leute immer Vergleiche
machen wollen, damit sie mit was Schönes verglichen werden. Und du weißt, dass ich auf hübsche Männer stehe. Erstens sagt er das und zweitens sagt er, wenn ich wie ein Stachelrochen bin, dann ein Stachelrochen, der sich selbst dann paralysieren kann. Weil ich bin auch hier dann verzweifelt und weiß auch nicht, wie wir die Tugend definieren sollten. Und hier könnte man vorstellen, wenn das wirklich ein typischer früher Dialog wäre, würde es hier aufhören. Sokrates würde vielleicht sagen, aber natürlich ist es so wichtig, dass wir herausfinden, was die Tugend ist. Wir sollen immer weitersuchen und nicht aufgeben. Okay? Und dann Menon würde sagen, okay, the end. Aber hier gehen wir noch klarer in diese methodische Richtung, auf die abstrakte Ebene, wo wir überlegen, wie wir methodisch vorgehen können. Also wie Wissen möglich ist. Menon sagt, was ich nicht verstehe ist, wenn wir nicht wissen, was die Tugend ist, wie können wir sie finden? Weil wir wissen eigentlich nicht, was wir suchen. Und wie werden wir sie erkennen, nachdem wir sie gefunden haben? Und das ist natürlich eine gute Frage. Also wenn ich irgendwas definieren will, aber ich weiß nicht, was dieses Ding ist, wie kann ich vorgehen? Und zweitens, wenn ich die Antwort finde, wie werde ich wissen, dass das die Antwort ist? Ich habe keine Ahnung, was das Ding ist. Und dann sagt Sokrates, das ist ein aristisches Paradox, was du hier vorbringst. Und ich glaube, was du meinst, ist sowas. Und dann beschreibt er das etwas anders, als Menon gesagt hat. Und er sagt das, was ich hier auf dem Handout habe. Es gibt zwei Möglichkeiten. Für jedes Objekt, also ein X, entweder habe ich Wissen über dieses Objekt oder nicht. Also ich weiß X oder nicht. Ich weiß vielleicht, was X ist oder nicht. Wenn ich schon weiß, was das ist, muss ich X nicht untersuchen, weil ich schon Wissen habe. Das scheint relativ klar zu sein. Aber wenn nicht, kann ich nicht suchen, weil ich nicht weiß, was ich suche. Und das heißt Menon-Paradox oder das Untersuchungsparadox. Auf Englisch heißt es manchmal the paradox of inquiry. Und scheint ein Riesenproblem zu sein für die ganze Epistemologie. Also mit diesem Problem könnte man eine Vorlesungsreihe über Epistemologie anfangen. Genauso gut wie eine Vorlesungsreihe über antike Philosophie. Also das Problem ist, dass wir anscheinend nie aus der Startposition des Unwissens kommen können, weil wir nicht wissen, weil wir ohne jegliches Wissen nicht die Mittel haben, weiterzukommen. Wie können wir dieses Problem lösen? Oft wird es gesagt, dass das Paradox leicht zu lösen ist, weil man nicht nur Wissen haben kann, komplettes Wissen, sondern auch teilweise was wissen kann. Weil, schauen wir das nochmal an, er sagt, entweder weiß ich das Ding oder nicht. Wenn ich das Ding weiß, bin ich schon da, sozusagen, es gibt nichts zu tun. Aber das muss nicht unbedingt der Fall sein. Ich könnte irgendwas nur teilweise wissen. Zum Beispiel, ich könnte nicht wissen, was ein Stachelrochen ist, wissen aber schon, dass das, und ob ich wirklich weiß, was ein Stachelrochen ist, bin ich nicht so sicher, aber ich weiß, dass das im See lebt. Okay, also ich stehe hier nicht mit Null, sondern habe teilweise Wissen über das Stachelrochen und jetzt muss ich nur irgendwie alle Dinge im See dann untersuchen. Okay? Aber ich denke, und diese Lösung hört man sehr oft und liest man in der Sekundärliteratur. Ich finde aber, dass diese Lösung falsch ist, weil sie das Paradox nicht ernst nimmt. Weil der Punkt war, wenn ich kein Wissen besitze, wie kann ich Wissen erlangen? Wie kann ich Wissen erwerben? Und das gilt genauso gut für Teilwissen als für Ganzwissen.
Also man kann fragen, okay, wie habe ich herausgefunden, dass ein Stachelrochen im See lebt? Dann habe ich Wissen. Anscheinend habe ich das immer entweder gewusst oder ich habe das irgendwie herausgefunden. Aber wie habe ich das herausgefunden, wenn ich am Anfang in einer Situation des Unwissens war? Also man kann genauso gut fragen, wie man von Unwissen zu Teilwissen kommt, als wie man von Unwissen zu komplettes Wissen kommt. Also diese Lösung ist nicht gut, glaube ich. Socrates hat eine andere Lösung, nämlich die, die ich gerade fast erwähnt habe. Seine Theorie, und das ist die sogenannte Erinnerungstheorie, das griechische Wort hier ist Anamnesis. Das heißt buchstäblich nochmal daran erinnert zu sein oder nochmal zu merken. Und die Idee ist, dass die Seele schon immer existiert hat, auch vor unserem Geburt. Und jetzt in diesem Leben, vielleicht mache ich das höher, jetzt in diesem Leben, wenn wir anscheinend neue Sachen lernen, also neues Wissen erwerben, was tatsächlich passiert, ist, dass wir davon erinnert werden, von dem, was wir schon vor dem Geburt gewusst haben. Die Seele hat Wissen über alle Dinge, hat immer schon gehabt und muss irgendwie nur daran erinnert werden, um dieses Wissen aktiv zu machen. Um das zu beweisen, dann nimmt Socrates ein anwesendes Sklavenkind und zeigt Menon, dass er dieses Sklavenkind zu mathematisches Wissen bringen kann, nur dadurch, dass er Fragen stellt. Das scheint eine platonische Überlegung zu sein, wieso es sinnvoll war, dass Socrates Philosophie in dieser Art und Weise gemacht hat, nämlich immer wieder Fragen zu stellen. Die Idee war anscheinend, wenn er immer wieder und die richtigen Fragen stellt, kommen Leute auf ihr internes Wissen, was ihnen im Moment nicht zugänglich ist. Sie werden daran erinnert, was sie schon wissen. Und in einem anderen Dialog namens Phaidon wird dieses Phänomen als Argument für die Unsterblichkeit der Seele vorgebracht. Weil die Idee ist, wenn es wirklich stimmt, dass wir alles nur immer nur merken oder davon erinnert werden und nichts Neues lernen, dann müssen wir schon vor dem Geburt existiert haben. Also das heißt, dass die Seele schon unabhängig von dem Körper gelebt hat. Das ist natürlich eine sehr starke These und ist vielleicht für uns vielleicht zu stark als Lösung für dieses anscheinend nicht so schwieriges Problem zu sein. Also weil hier scheint es, dass wir hatten ein relativ einfaches epistemologisches Problem und plötzlich postulieren wir, dass die Seele immer körperlos existiert hat, damit die Seele alles wissen kann. Und ob das wirklich mit unserer Erfahrung im Leben, wo wir Sachen lernen, also es ist nicht so klar, ob wir phänomenologisch sozusagen das so empfinden, dass jedes Mal, dass wir lernen, dass wir wirklich das Gefühl haben, dass wir an irgendwas erinnert werden. Und eine mögliche Auslegung, die diese Theorie einerseits ernst nimmt, aber andererseits vielleicht plausibel macht, würde zum Beispiel von Gail Fine, eine Platon-Forscherin, vorgeschlagen. Sie hat gemeint, dass Platons Problem hier ist eigentlich folgendes. Er gibt zu, dass Leute in der Regel immer wahre Meinung haben. Was sie nicht haben, ist Wissen. Und das sehen wir sogar bei Menon zum Beispiel. Er kann sagen, was ist die Tugend eines Mannes, einer Frau, eines Pferds. Und das kann er richtig sagen. Was er nicht machen kann, ist allgemein Wissen zu haben, über die Tugend zu haben, was es ist, was sie ist, was die Tugend ist, wesentlich ist. Also die Frage ist, wie kommen wir von wahrer Meinung zu Wissen?
Antwort durch Befragung, wie mit dem Sklavenkind. Also ich habe all diese wahren Meinungen, ich habe leider vielleicht auch falsche Meinungen, die darunter gemischt sind, und vor allem sind meine wahren Meinungen sehr instabil. Ich kann, andere Menschen können mich überzeugen, dass meine Meinungen falsch sind, oder ich kann zum Beispiel manchmal recht haben, manchmal nicht. Deswegen vergleicht Platon später im Dialog wahre Meinung mit einer magischen Skulptur, die sehr schön ist, aber die so echt ist, dass sie weglaufen kann. Also wahre Meinung ist super, weil sie wahr ist, aber sie ist nicht zuverlässig. Das ist der Punkt. Und damit wir die Meinungen, die wir haben, nicht nur wahr kriegen, sondern auch festgelegt, brauchen wir irgendwas, irgendeine Bindung. Das nennt er später eine Überlegung des Grundes. Ist nicht so klar, was das heißen sollte. Aber wir brauchen irgendeine Überlegung, mit wem wir die Meinung nimmt und da aus der Meinung Wissen schaffen. Also hier haben wir eine weitere sehr grundlegende Frage der Epistemologie, nämlich was ist die Beziehung zwischen Meinung und Wissen? Also in englischer Epistemologie spricht man von Belief and Knowledge. Also Meinung oder Überzeugung kann wahr sein, aber nur wahre Meinung oder Überzeugung zu haben, ist noch nicht genug. Das ist, was die Sophisten im besten Fall anbieten konnten. Was wir als Philosophen wollen, ist nicht nur Meinung, wahr oder falsch, sondern Wissen, Sicherheit. Und eine Frage, die uns durch diese kommende Vorlesungen folgen werden, ist eine Frage, die Platon durch viele Dialoge, unter anderem die Politeia, bespricht und die ihn wirklich sehr beschäftigt hat, nämlich genau diese Frage. Also was ist Wissen, wie verhält sich Wissen zu Meinung und wie können wir nicht nur Meinung haben, sondern auch Wissen? Okay, also diese Themen werden wir in den kommenden Wochen sehen. Für jetzt danke, dass Sie gekommen sind und bis nächste Woche.